Wenn man Schulden bei jemandem hat und man zahlt es monatlich ab, aber dieser stirbt, bei dem man Schulden hat, somit hat man die volle Summe nicht abgeglichen. Was tut man denn? Hängt davon ab, wenn diese Schulden bei Stadt sind, dann kein Problem. Aber wenn diese Schulden bei Privatpersonen sind, dann sollen die Privatpersonen oder werden die Privatpersonen entscheiden. Entweder diese Personen verzeihen oder verzeihen nicht. Wenn sie nicht verzeihen, dann hat man es schwer im Grab und am letzten Tag. Es gab zur Zeit von der Prophet Sallam, wo Leute haben ihm einen Leichnam gebracht, damit er Leichnamgebet verrichtet, Janaza-Gebet. Dann hat er gesagt, es gibt aber bei diese Person ist verschuldet mit 2 Dinar. Und 2 Dirham. Dann hat der Prophet zusammen gesagt, ich bete nicht. Dann hat Ali ibn Abi Talib gesagt, ich werde das für ihn. Und es gibt eine andere Überlieferung, auch ein anderer Sahabi hat gesagt, ich werde das begleichen. Dann hat der Prophet zusammen Janaza-Gebet verrichtet. Möge Allah subhanahu deshalb Barakallahu Schulden ist keine leichte Sache, was die Leute so leichtsinnig nehmen. Und man wird zur Rechenschaft gezogen. Ja, du hast von Jahiliya. Dann ist die Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah entscheidet, wenn du stirbst, was mit dir passiert. Ich. Wenn man etwas getan hat, dann muss man auch dazu stehen. Okay.